Ja, liebe Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Uncharted. Nachdem wir hier irgendwo, hier stets unser Auto geparkt haben, erkunden wir erneut einen Turm, den der Henry Avery vor etlichen 100 Jahren mal dahin gezimmert hat. Okay. Da schauen wir gleich mal hin, was sich dahinter verbirgt. Hier können wir nicht rein. Aha. Aber vielleicht kommen wir hier rein. Sam, hilfst du mir mal? Ja. So. Sehr schön, die Tür ist offen. Da war doch noch einer auf der anderen Seite, oder? Nee, alles klar. Wir gehen da rein. Moment, ich tu mal schnell das. Was haben wir denn hier? Wieder mal was am Ton basteln, liebe Leute. Eine Sekunde. Na gut, ich hoffe, dass es jetzt so passt. Das rutscht dir. Okay, ist ja wurscht. Ja, hier sind wir in einer schönen Gruft wieder. Liegt da irgendwo ein Schatz? Nee, aber... Dahinter ist offenbar irgendwas. Sam? Oh. Auf geht's. Drück! Alles verdammt cool. Zugemauert. Okay, sehen wir uns um. Was kann man da sehen? Ich weiß nicht. Ich sehe da eigentlich gar nichts. Aber ich bin mir sicher, wir kriegen es gleich irgendwie auf, oder? Ja, da ist doch schon was. Hier. Hey, vorsichtig mit dem Ding, Junge. So. Und dann werfen wir da gleich mal so ein Dynamitfassel hier. Das Fassel. Ach so, auch noch drauf schießen. Jetzt hat. Ich sag doch Achtung! Ich habe kurz gedacht, wenn ich das Fassel da hinschmeiße, explodiert es von selber. Halt, was liegt da? Nix. Ein Schatz wäre mal wieder cool. Ja, weiter geht's. Da passiert was. Bin mal gespannt, was uns dahinter erwartet. Beeilung, ihr zwei! Sam, warte! Ja, Leute, ich muss mal wieder mit meinem Lieblingsthema anfangen. Und zwar, das ist die Soundqualität. Ich lege ja da immer sehr viel Wert drauf, aber leider bekomme ich es nicht hin. Vielleicht kann mir da mal einer einen Tipp geben. Ich habe jetzt hier das Mikrofon. Also der ganze Spaß läuft hier über die Elgato und ein Mikrofon habe ich jetzt angeschlossen, was am PC dranhängt. Genau. Jetzt ist mein Problem, ich würde ganz gerne den Ingame-Sound über Kopfhörer hören. Aber wenn ich die Kopfhörer über USB an die Station anschließe, dann ist es folgendermaßen, dass ich das natürlich über die, liegt da ein Schatz, über die Kopfhörer super höre, aber der Ingame-Sound kommt nicht mehr an der Elgato an. Das bedeutet, wenn ich das so machen würde, hättet ihr nur mein Blabla, aber vom Ingame-Zeug wird man gar nichts mitbekommen. Also vielleicht weiß da jemand irgendwie Rat. Ich habe schon so viel umgestöpselt, aber ich komme da irgendwie nicht drauf. Ich bin jetzt auch nicht so der größte Technik. Ja, Moses, Gott, Mai. Vielleicht kann mir ja einer helfen. Aber genug Blabla. Ich weiß gar nicht, was müssen wir machen. Darauf? Ich will darauf, auch wenn der andere davor gelaufen ist, der Bruder. Vielleicht liegt hier irgendwo noch ein Schatz rum. Nee. Aber hier schauen wir auch nochmal schnell. Da ist auch nichts. Okay. Dann haben wir da unten durch. Gut. Los geht's zu dem. Ah. Sieh dir das mal an. Ah, der heilige Dismas. So sieht man sich wieder.
Also, was haben wir hier? Mehr Siegel. Da ist hier unser Avery. Thomas II. Und das ist, Das ist Adam Baldrige, das Joseph Farrow und das Richard Wand. Piratenkapitäne. Okay, also vielleicht war deine Piratentheorie doch nicht so falsch. Tja, also... Hast du eine Ahnung, wie das hier geht? Muss man einen Knopf drücken oder etwas ziehen? Na, ich bin mal gespannt, was da jetzt noch passiert. Vielleicht einer der Arme. Versuch's mal. Komm schon. Jungs, wenn ihr den Arm diesmal genug befummelt habt, solltet ihr euch... Na, der alte Knacker hat wieder die Lösung, oder? Was kommt da raus? Der Vulkan sein. Okay. Die Krone ist Kings Bay. Das ist eine Karte, Gentleman. Victor, du bist ein Genie. Gehört nicht? Genie. Ja, Victor weiß es mal wieder. Okay, also wir sind hier. Der Turm bildet eine Linie mit Averys Siegel. Okay, dann sind die anderen Siegel... Die Türme aus Averys Zeit. Ich meine, in einem muss unser Schatz sein, oder? Ja, aber in welchem? Das sind 12 Türme. Hey, Victor. Rauchst du neuerdings etwa Zigaretten? Wir sind wohl nicht die Ersten hier. Oh Gott, ich muss wieder schießen, oder? Ja, natürlich. Ah. Okay, wohin? Was hat denn der für eine Wumme? Alter, der ist ja... Ist der da irgendwie gepanzert, der... Der Clown? Ich bin ja entsetzt. Was ist denn das für einer? Voll der Transformer, oder was weißt du nicht? Der ist wenigstens wieder normaler, Hans Wurst. Okay. Weg hier. Vielleicht treffen wir mal einen. Ja, Wahnsinn. Okay. Wo ist noch einer? Das haben wir doch noch nicht überstanden, das Problem. Wahnsinn, was ist denn hier? Was für Freaks, wo sind denn die jetzt hin? Da ist doch noch einer, oder? Ich hab sie gefunden! Den Hammer. Nicht nachlassen, die sitzen fest! Wow, was ist denn? Wir stecken hier richtig in Schwierigkeiten. Irgendwie ein Wunder, dass ich noch nicht draufgegangen bin bei meinen Künsten. Bei meinen Schießkünsten. Da kommt der Sully an. Hey, okay. Waren das alle? Hoffen wir es. Bist du okay? Ja, alles gut. Wow, das war jetzt cool hier. Das hat jetzt Spaß gemacht. Weil ich nicht irgendwie 25 Mal draufgegangen bin. Taugt die was? Eine Vermutung bestätigen. Shit. Seht euch das an. So, nu? Ah, hier, der andere hat was. Der Bruder. Ja, was los? Die haben die Türme auch durchsucht. Standorte, Siegel, einfach alles. Und was jetzt? Was jetzt? Wir sind am Arsch. Okay, wir sind 3. Und Gott weiß, wie viele die sind. Und die haben Vorsprung. Ja, aber sie wissen nicht, welcher Turm es ist. Super, Nathan. Wir nämlich auch nicht. Wissen wir doch. Da. Etwas abgenutzt. Genau da, das passt. Sicher, es könnte auch das hier sein.
Ja, da ist die Frage, welche ist es? Ja, 2 ist besser als 12. Okay. Wir werden es schon rausfinden. Ich nehme diesen Turm. Du und Sally, ihr... Was waren denn das für gepanzerte Freaks? Unglaublich. Genau. Wenn wir sie schnappen wollen, müssen wir uns aufteilen. Sam, jetzt warte doch mal kurz. Nein, die Türme. Sie sind an verschiedenen Seiten von Kings Bay. Verdammt. Wenn du auf diese Shoreline-Clowns triffst, ruf uns an, okay? Bis später. Okay, bis später. Komm, Nate. Beeilung. Na gut. Ja. Abwarten, was passiert. Oh, es beginnt ein neues Kapitel. Sichtbar und doch verborgen. Nummer 11. Na, das testen wir gleich mal an. Okay, da ist unser Turm. Glaubst du wirklich, dass der Schatz einfach so... Jetzt sind wir in Kings Bay, oder wie war das? Das wäre verrückt. Wie auch immer, wir werden uns auch gleich mal drum kümmern. Ja, das stimmt. Dass das hier alles schön ordentlich abläuft. Los geht's. Jetzt steht der Hund noch vor mir und grüß die Barney. Moment, ich muss mich kurz um den Hund kümmern. Vielleicht hört man ja auch. Barney, ich kümmere mich gleich um dich. Ich muss zu dem Turm da hinten. Da quetschen wir uns jetzt mal durch. Ja, schöne Marktplatzszene hier in Kings Bay. Wenn man hier wahrscheinlich mit offenen Augen durchgeht, da kann man da doch noch auch was entdecken. Vielleicht auch handeln. Oder was kaufen. Äpfel, komm, wir holen uns mal einen Apfel. Die besten auf dem Markt. Na schön. Hier. Ah, ich danke Ihnen sehr, Sir. Guten Appetit. Empfehlen Sie. Isst er den jetzt? Isst er den Apfel? Ja, der isst den Apfel. Sehr gut. Weiß nicht, was es bringt. Wo ist der Turm hin? Da ist der Turm. Sally ist auch da. Ja, und der Sam, wenn ich das richtig verstanden habe, der erkundet gerade den anderen von den zwei Türmen, die in Frage kommen. Hey Nate, soll ich eins von denen kaufen? Sally, man muss verrückt sein, um so ein Hemd zu tragen. Wie hilft? Kleine Scherze hier. Oh Mann, wie richtig. Okay. Da gibt's noch was. Ja, das gehört ja auch dazu, zu einem Urlaub. Er hat recht, das riecht gut. Probieren und essen. Macht er das jetzt oder hat er nur seinen Riechkolben da reingehalten? Drecksau. Geh weg. Wo ist der alte Knacker hin? Da. Gut, da ist unser Turm. Da gehen wir jetzt rein. Hey, na bitte. Stimmt zu. Verschlossen. Na klar. Wir müssen irgendwie reinschleichen. Dich kriegen. Das beinhaltet das Wort Schleichen schon, Sir. Ah. So, alles klar. Laufen wir mal dem Sally hinterher. Das Fenster da drüben ist kaputt. Gut. Das kann ich ja ganz gut. Was sind das für Schleifspuren da? Ich schleich die. Hey Sally, ich glaube, wir kommen hier durch. Okay. Das sollte gehen. Na gut. Und hepp. Mann, da geht's tief runter. Ist klar dahin. Läuft der Alte eigentlich mit? Das ist dein Tempo. Tatsächlich. Ja, wenigstens hast du eine schöne Aussicht, was? Und wohin? Ah, okay. Da rein? Soll ich da reinquetschen? Nee, aber darüber springen kann er. Und schon sind wir in unserem Turm. Okay, mal sehen, was wir hier haben. Was haben wir hier? Gibt's bestimmt einen Schatz. Der ist ja viel besser in Schuss als die anderen Türme. Er steht direkt in der Mitte der Stadt. Ja, dann wird es wohl schwierig, den Schatz rauszubringen. Eins nach dem anderen. Oh, da können wir wieder so ins Tagebuch reinschreiben. Aufmerksamkeit auf uns. Edward Englands Siegel, wie es auf der Karte stand. Okay. Wonach suchen wir? Gute Frage. Schauen wir mal. Was haben wir hier? Da geht's bestimmt rein. Oder auch auf.
Oh, schön. Wirklich klasse. Das ist aber ein hoher Glockenturm. Oh, ich glaube, ich habe irgendwo in so einem Trailer so eine Szene gesehen, in so einem Glockenturm. Dürfen wir eventuell noch irgendwie an den Pendeln rumhüpfen oder am Uhrzeiger? Sehen wir auch gleich. Erstmal schauen, was da noch los ist. Da wollen wir wetten. Und? Passt der rein? Ui, aber hallo. Sehr mechanisch, was hier gerade passiert. Oh, Wahnsinn. Skorpion. Was haben wir noch? Tierkreiszeichen. Wie cool. Der Stier. Vier Zeichen. Vier Glocken. Da oben. Der Ding ist Oh, bei mir wackelt gerade der. Jawohl, der Controller vibriert. Und ich bricht gleich noch was ein. Das ist definitiv der Ort. Ruf Sam. Wird klar. Skorpion, Wassermann, Löwe, Stier. Ja, Mailbox. Hey, Sam, wir haben wohl den richtigen Turm. Ruf zurück. Okay. Der Empfang ist nicht so gut hier. Kein Grund. Kann man da rauf? Ja, natürlich können wir da rauf. Geile Sache mit der Treppe und mit dem Bin gleich zurück. Tierkreiszeichen. Ciao, was haben wir hier mal nochmal? Das haben wir schon, das Symbol. Uiuiui. Okay, wo lang? Keine Ahnung. Gleich zurück. Da kann ich nichts wedeln. Komme ich auch nicht weiter. Ich muss da irgendwie raufkommen. Okay, dann springen wir mal dahin. Also, da passiert ja gleich mal was. Wie cool. Also wirklich. Wie genial. Wirklich klasse gemacht. Und heb's darüber, oder? Macht er das? Und. Ah, hier. Okay, alles klar. Ja, ich komme gleich. Der Hund, der. Ich weiß nicht, was ist mit dir los? Mani. Gleich komme ich vorbei. Ein paar Minuten. So, und von dort aus machen wir jetzt den nächsten Sprung auf das nächste Pendel, oder? Achtung und. Okay, es geht wieder runter. Aha, okay. Ja, wir hangeln uns hier von Ast zu Ast. Bis wir dann doch mal hier die Lösung hoffentlich bald finden. Das bedeutet, wir springen jetzt dann darüber. Und. Dann. Das ist. What? Wie oft muss ich denn das machen? Nee, also das, da komme ich gerade nicht weiter. Vielleicht nochmal hier den probieren. Ah, okay. Hinweis. Springen Sie zwischen den Gewichten hin und her, um die Plattform zu erreichen. Ja, alles klar, das machen wir jetzt gleich. Allerdings machen wir diese Springaktion erst in der nächsten Folge. Also, wenn ihr Lust habt zu sehen, wie es weitergeht, einfach gleich wieder reinklicken und dranbleiben. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao, ciao, servus.